Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom MMO Final Fantasy. Ja, in der letzten Folge haben wir verzweifelt versucht, Quests abzuschließen und dabei immer wieder neue Quests aufgenommen und konnten nicht wirklich viele abschließen. Das heißt, die ein oder andere Quest haben wir auch mittendrin abgeschlossen, aber es waren leider nicht so viele. Wir werden versuchen, das Ganze heute besser zu machen, auch wieder ein ganz tolles Deutsch von mir. Dazu müssen wir jetzt mal runter und rechts runter gehen. Und ich hoffe, dass da etwas ist, wo wir dann auch eine Quest abgeben können. Für den Rest bin ich jetzt hier noch richtig. Bin ich da drüber gesprungen irgendwie? Ja, stimmt. Ich bin letztes Mal hier über das Gitter drüber gesprungen. Deswegen kam mir das gerade so komisch vor. Also, wir sind immer noch auf der Suche nach den Leuten, wo wir unsere Quests abgeben können. Was ich festgestellt habe, ist, dass die grünen Häkchen wohl unsere, also die Orte sind, wo wir die Quests abgeben können. Aber irgendwie ist das auch ein bisschen unübersichtlich, fand ich persönlich, weil, jetzt bin ich zu weit gelaufen, weil anhand des Textes, den man dann bekommt, wenn man da so drüber fährt, das irgendwie nicht so eindeutig zuzuordnen war. Und deswegen sind wir jetzt irgendwie, ja, von einem zum anderen gelaufen und haben dann doch neue Quests noch unterwegs angenommen und haben das Ganze etwas unübersichtlich gemacht. Aber ich hoffe, dass das nicht das Problem sein wird. Kann man eigentlich auch gehen? Müsste ich auch mal ausprobieren. So, welch seltener Besuch an Nofikas Altar. Was führt dich zu uns? Ich wollte irgendwas abliefern. Achso, die Rose. Eine Azemia-Rose. Darauf habe ich schon gewartet. Du bringst sie mir also zum Auftrag... Im Auftrag Ethelritz? Verzeih mir meine Überraschung. Ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet er etwas so Wichtiges einer Abenteurerin anvertraut. Was war denn das gerade? Du wirst bemerkt haben, dass er nicht viel von Abenteurern hält. Einige Abenteurer haben in den Wäldern Kridanias seltene Kräuter und Blumen gepflückt, um sie in anderen Städten zu hohen Preisen zu verscherbeln. Zu hohen Preisen zu verscherbeln. Das ist ja schon Widerspruch an sich. Leider haben sie dabei einen halben Wald verwüstet. Ethelred hat ihnen das bis heute nicht verziehen. Unsere Hohepriesterin Khan E. Sinna hat ihm jedoch geraten, seinen Schmerz zu überwinden. Auch die Wunde eines Baumes muss irgendwann... Auch die Wunden eines Baumes müssen irgendwann... Achso, vernarben. Oh Gott. Ich freue mich, dass er über seine Schatten gesprungen ist und sich dir anvertraut hat. Und natürlich bin ich auch froh, dass er an eine edle Abenteurerin wie dich geraten ist. Ich danke den Geistern des Waldes, dass sie dich zu uns gesandt haben. Und ich danke dir, dass du uns geholfen hast. Ich danke auch. So, ich habe da aber noch was leuchten sehen. Kann ich da jetzt noch eine Quest annehmen? Oder was ist das, was da so leuchtet? Kann ich hier vielleicht irgendwas absorbieren oder so? Hi, Bidi. Na, alter Kumpel? Ah, es sind noch Quests. Okay, perfekt. Ja, ich bin Braya. Habe ich nicht gefragt, aber danke. Warum hatte ich Melaine zu mir geschickt? Ach so. Puh, die Arbeit wächst mal tatsächlich über den Kopf und ich nehme deine Hilfe dankend an. Bitte fülle dieses Azema-Rosenöl in die Duftlampen im hinteren Teil der Gilde. In zwei Lampen müssten das Öl fast zur Neige gegangen sein. Achte jedoch darauf, dass du niemanden bei der Meditation störst. Sehr schön leise. Okay, ich kann zwar auch nicht schnell, aber... ich kann nicht schnell, ich kann nicht laut, wollte ich eigentlich sagen. So, da tun wir was rein. Benutzen. Ah, okay. Und da. Tada.
Vielen Dank für deine Hilfe. Du hast deine Aufgabe ordentlich erfüllt. Bisher hatte ich keine hohe Meinung von Abenteurern, denn die meisten sind grobschlächtig und ungeschickt, doch du legst Vorsicht und Eleganz an den Tag. Melaine hat dich offensichtlich richtig eingeschätzt, wofür ich ihr dankbar bin, und du kannst dich geehrt fühlen, dass sie dich ausgewählt hat. Warum kann ich das... Hä? Heiltrank oder Äther? Ich nehme immer Heiltrank. Ach so, man muss das aussuchen, okay. Ah, okay. Ich kann nochmal mit dir reden. Sei gegrüßt. Würdest du einer Druidin aus der Grotte der versunkenen Gedanken einen Gefallen erweisen? Ein wichtiges Orakelritual steht kurz bevor und ich kümmere mich um die Vorbereitung. Doch dafür brauche ich unbedingt terpenhaltiges Käfersekret. Terpenhaltiges Käfersekret lässt sich aus Marienkäfern gewinnen. Nein! Die in der Nähe von Stubben leben. Was sind Stubben? Du würdest mir einen riesen Gefallen tun, wenn du mir das terpenhaltige Käfersekret, ich wusste, das kommt jetzt, von 6 Marienkäfern bringen könntest. Nein, die armen Marienkäfer, die haben dir doch nichts getan. Du bist eine Bestie. Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da oben kann ich raus, denke ich. Es ist rot eingezeichnet, deswegen bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich da raus kann oder nicht. Aber wir versuchen es mal. Vielleicht können wir da ja irgendwas machen. Also sprich, kommen wir da irgendwie weiter auch mit Kämpfen oder so. Weil ich ja, wie gesagt, auch gerne mal das Kämpfen ausprobieren möchte, wie das funktioniert. Gelbschlangenpforte. Nordwald im Finsterwald. Jetzt muss ich mal eins nachgucken. Ja, dann habe ich mich eben vertan. Ich dachte, es wird immer eine neue Karte geöffnet, aber es werden dann nur die Gebiete, die man... Ach, da sind die Eichhörnchen. Ha! Was kann ich denn schon? Okay. Habe ich den jetzt? Ja, muss ich nur töten. Muss ich nicht einsammeln. Marienkäfer haben wir hier auch. Die muss ich dann vorher... Ja, erstmal gucken, was ich jetzt überhaupt kann. So. Okay. Das dürften dann meine Lebenspunkte sein, denke ich mal. Du renne... Oh. Nee, ich wollte das Ziel nicht heilen. Wie geil ist das denn? Ich bin um eine Stufe gestiegen. Ist das cool? Aber ganz ehrlich, da müssen wir jetzt mal eben nachgucken, bevor ich... Was ist das denn für ein Viech? Hallo, Baumgeist. Das sieht ja aber richtig krass aus. Baumschratableger, okay. Oh, ihr seid, glaube ich, jetzt gerade in einer Riesengruppe. Davor haben die mich ja gewarnt, dass ich hier nicht so in Gruppen reinlaufen soll. Machen wir das jetzt erstmal. Also die zwei drücke ich nicht mehr, weil das Problem ist, dass die zwei den Gegner heilt. Aber ich probiere das mal eben. Moment. Okay, nee. Ich kann den Gegner anscheinend nicht heilen. Das geht wohl nur, wenn das andere dann auch einer von mir ist. Also einer der Guten ist sozusagen. So, Baumhörnchen brauchen wir auch noch. Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, kann ich nur angreifen, indem ich auf die Tasten drücke. Nicht, indem ich so auf die rechte Taste drücke. Nee, das macht die dann nicht. Okay.
Ich muss mich ja hier mal so ein bisschen ausprobieren erstmal. So, Baumhörnchen erledigt. 3. Geht das eigentlich auch beim Laufen? Ne, beim Laufen geht es nicht. Da muss ich schon stehen. Okay. Ja, das ist schade. Das haben die ganz, ganz alten MMOs meistens, dass man stehen bleiben muss. Aber soll jetzt auch nicht negativ klingen. Das ist halt nur... Ja, also die Kampfsteuerung ist halt sehr negativ. Für mich persönlich. Aber das Spiel an sich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, finde ich schon geil. Was ich nicht gut finde. So. Was brauchen wir denn jetzt noch? Baumhörnchen, einen Marienkäfer brauchen wir noch. Das bist du nicht. Wo ist denn der Marienkäfer? Den kann ich ja gar nicht... So, da. Hallo. Machst du noch was? Da stand hier der Baum irgendwie im Weg. Hat der Marienkäfer mich gerade angebissen? Knabbert? Die ist außer Reichweite. So, das haben wir. Den Forstfungil müssen wir noch erledigen. Aber das ist, glaube ich, keiner, der hier drin ist. Denke ich zumindest. Auf jeden Fall können wir jetzt erstmal wieder zurückgehen und endlich mal etwas abschließen, wo wir auch was gemacht haben. Also wo wir auch mal gekämpft haben. Ich hatte schon gedacht, dass wir jetzt überhaupt nicht mehr dazu kommen, irgendwie zu kämpfen oder so. Ja, die Frage ist jetzt nur, wo? Hier rechts können wir schon mal abgeben. Der wollte ja, glaube ich... nee, der wollte die Marienkäfer haben, genau. So. Hui. Entschuldigung. Was hatte die denn für ein komisches Zeichen gerade da drin? So eine tote Hand? Eigentlich dieses rote Hand und nicht tote Hand, aber egal. So. Willkommen zurück. Hast du genug Käfersekret sammeln können? Jep, habe ich. Vielen Dank, das reicht für das Ritual. Ich danke den Gebietern und dem Wald dafür, dass sie dich zu mir gesandt haben. Hier, nimm dies als kleine Entschädigung für deine Mühen. Lederfingerlinge? Lederfingerlinge? Lederfeder? Fäustlinge oder Zinnstück. Händlerpreis, Verkaufswert. Naja gut, eine bessere Rüstung wäre mir natürlich schon lieber. Alle Klassen Krieger. Okay, aber ich bin jetzt kein Krieger, also nehme ich dann das da, würde ich sagen. Errungenschaft freigespielt. Geschichtenerzähler. Was auch immer das für eine Errungenschaft ist. Keine Ahnung. Es hört sich auf jeden Fall gut an. So. Ach, das ist bestimmt so und so viel Quests erledigt zu haben oder sowas. Könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Ich meine, über die Quests brauchen wir uns jetzt nicht drüber zu unterhalten. Die sind natürlich sehr 0815. Helfen wir bei dem, helfen wir bei jenem, sammle dies für mich, ich habe das verloren, bring doch das von A nach B und so weiter und so fort. Aber gut, ich meine, solche Sachen hat man natürlich auch bei Teso, von daher finde ich das jetzt nicht so schlimm. Was mich jetzt interessieren würde, wie ich hier reisen kann. Schalte Text auf der Karte an und aus. Wechselt zur übergeordneten Karte. Hm.
Okay, das bringt mir jetzt alles nicht wirklich was. Dann muss ich wohl zu Fuß dahin laufen. Das ist angepinnt. Gerbergilde. Das ist der Markt. Ja, keine Ahnung. Also wenn ihr wisst, wie man sich von A nach B teleportieren kann, dann wäre es schön, wenn ihr mir das mal in die Kommentare schreiben könntet. Das habe ich irgendwie noch nicht so ganz rausbekommen. Bis dahin müssen wir dann erstmal, da bin ich. Bis dahin müssen wir dann erstmal zu Fuß überall hinlaufen. Es dauert natürlich länger. Man findet leider auch Quests dann unterwegs, die man eigentlich nicht annehmen möchte. Ja, die liebe Gameplayerin dann aber doch immer wieder annimmt. Also die ich natürlich schon gerne annehmen möchte, aber halt jetzt nicht jetzt sofort. Na gut, das Wasser sieht jetzt nicht ganz so detailgetreu aus. Gut, ich meine, ihr seht natürlich nicht alles so detailgetreu aus. Aber so alles in allem finde ich die Grafik schon echt gut. Beim nächsten links, da ist auch noch ein Briefsymbol. Keine Ahnung, was das jetzt schon wieder bedeutet. Aber die Sache mit diesen Ostereiern, muss ich ja ganz ehrlich nochmal betonen, wiederholen, wie auch immer, finde ich eine richtig coole Idee irgendwo. Also gut, wenn es natürlich jedes Jahr kommt, dann ist es für diejenigen, die schon länger spielen, wahrscheinlich keine Überraschung. Wenn es jetzt Leute unter euch gibt, die schon länger dabei sind bei Final Fantasy, wäre es auch ganz cool, wenn ihr mir schreiben könntet, ob solche Events oder jetzt auch speziell natürlich das, ja, ich nenne es mal Oster-Event. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Event ist, aber da scheinen ja verschiedene Event-Sachen, also so Quests dabei zu sein, die man machen kann. Leider erst ab den höheren Leveln. Das ist jetzt was, was für mich natürlich wieder sehr schade ist, weil ich mit Mühe und Not jetzt gerade mal auf Level 3 gekommen bin. Und ja, wenn das bei diesen MMO das gleiche ist wie bei jedem anderen MMO, levelt man halt mit Quests am schnellsten. Und ja, das dauert hier doch ziemlich lang. Ist jetzt nicht unbedingt negativ gemeint. Kann natürlich auch sein, dass man hier nur Höchststufe von 50 oder 70 oder so hat. Bei Teso ist es dann wiederum viel höher. Also aktuell ist das Maximum, glaube ich, bei 810, meine ich, liegt es. Oder schon bei 910? Ich weiß es gar nicht. Ich habe schon lange nicht mehr auf der Liste nachgeguckt, weil ich immer Maximum war. Also ab einer gewissen Zeit. Deswegen, wenn natürlich im Vergleich dazu, ich sag mal, 800 oder 900 Level hier jetzt nur 70 oder so sind, dann ist klar, dass das mit den Leveln natürlich nicht so schnell geht. Du hast die Baumhörnchen erledigt. Vielen Dank. Das mag eine einfache Aufgabe gewesen sein. Doch vielleicht war es ein erster Schritt zu großen Taten. Ich glaube, du wirst es als Abenteurerin noch weit bringen. Du willst wissen, was mit Abenteurern ist, die solche Aufgaben nicht schaffen? Solche Pfeifen werden hier nicht glücklich und verschwinden ganz schnell wieder aus der Stadt. Du wirst bald schon sehen, wohin. Okay. So, das ist für Krieger, das ist für alle Klassen. Dann nehmen wir doch mal wieder wie immer für alle Klassen. Ich würde zwar auch gerne das Geld nehmen. Das werden wir bestimmt auch noch gebrauchen können. Ah! Ich habe mal Musik drin gehabt. Wie geil ist das denn? Okay. Ich wollte aber eigentlich was anderes gucken. Wo finde ich das denn jetzt? Moment, wieso habe ich das denn nicht unter I? Ziehe ich die Sachen automatisch an? Zweiteiler? Das ist jetzt komisch, weil wenn ich jetzt auf Inventar gehe, habe ich jetzt... Oh, was ist das denn? Diese mysteriöse Substanz kann Materie assimilieren und sämtliche Eigenschaften der kopierten Materie übernehmen, was sie zu einem perfekten Material für Reparaturen von Ausrüstungsgegenständen. Okay. Und noch die Heiltränke. Ja gut. Ich hoffe, die 2 von 140 bedeutet, dass wir 140 Sachen tragen können. Das wäre natürlich endgeil. Also gut, bei Teso kann man auch 180, glaube ich, maximal. Aber es ist trotzdem sehr viel. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wenn wir Steuerung C drücken, dann sehen wir das Vermögen.
Kampf, sonstiges. Allgemein. Okay, das bringt uns nicht viel. Wenn wir Steuerung I drücken. Ah! Okay, Steuerung I ist dann also die Ausrüstung. Lederfäustlinge, Verteidigung 5, Magieabwehr 10. Und was haben wir jetzt drin? Kann ich nicht sehen. Hände. Verteidigung 5, Abwehr 10. Ja, ist quasi das Gleiche. Hm. Bringt mir jetzt also nicht wirklich viel, wenn ich das jetzt hier ändere. Zustand. Ja gut, Zustand ist ja klar. Das ist ab Level 5. Ja, das ist auch alles schön und gut. Aber es bringt anscheinend nicht mehr, wenn ich das jetzt nehme, ab Level 5. Das ist halt das Komische da dran. Wenn ich das jetzt vergleiche, ist es ja gleich. Also da ist ja nichts anders. Ist jetzt die Frage, anprobieren? Oh Gott, das sind solche. Ugh. Okay, also die jetzigen sehen auf jeden Fall sehr viel besser aus. Und ich denke mal, dass sich die Rüstung dann auch ändert mit den Sachen, die wir anlegen. Und diese, ja, Fäustlinge sind wirklich wie Fäustlinge. Die sehen richtig scheiße aus. Anders kann man es nicht sagen. So, die vergleichen wir jetzt nochmal kurz. Die Schuhe sind auch beides 5, beides 10. Ja, gut. Projektion, Verwertung 5. Okay. Dann zeigen wir das nochmal mit Anprobieren. Oh, die sehen aber gar nicht so schlecht aus. Weil jetzt aktuell haben wir ja so komische, ja, Strapse oder was das sein sollen an. Wenn ich die, kann ich die rüberziehen? In der Ach so, ich bin ja noch gar nicht Level 5. Och, da kann ich ja noch lange rumsuchen. Naja gut, okay, können wir alles schließen. Können wir theoretisch bei Level 5 reinmachen. Wenn wir es denn möchten, können wir nur jetzt noch nicht machen. Toll. Okay, der Osterhase liegt schon wieder auf der Lauer. Ich sehe es. So, da können wir in ein benachbartes Arenal gehen. Aber ich habe jetzt hier nichts mehr, was ich abgeben kann. Kann das sein? Kann eigentlich nicht sein, weil wir müssen die eine ja noch zum Lachen bringen. Gut, die Forstfungi erledigen. Das wird wahrscheinlich im Nachbargebiet sein. Der Gilde der Druiden einen Besuch abstatten. Kann man sich das irgendwie anzeigen lassen? Druidengilde. Ja, da war ich doch eben. Ich nehme mal teil. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich nehme mal teil. Was habe ich denn jetzt gemacht? Hat das was mit dem Osterei hier zu tun? Hilfe! So, Gilde der Druiden. Das ist das hier unten. Was mich jetzt nur verwirrt, da war ich doch gerade eben schon. Da konnte ich mit niemandem sprechen. Naja gut, dann laufen wir halt den ganzen Weg nochmal zurück. Das werde ich dann aber alleine tun. Hilfe, was war denn das jetzt? Das werde ich dann aber alleine tun und werde dort dann stehen bleiben für die nächste Folge und euch dann da in Empfang nehmen, weil wir doch schon ziemlich drüber sind über die Zeit und ich zugeben muss, dass ich auch endlich mal was zu Abend essen muss, weil mein Magen schon knurrt ohne Ende. Ich jetzt aber gerade aktuell noch voll fasziniert bin von diesem Spiel. Ich weiß selber gar nicht, warum. Die Steuerung, also das kann ich euch schon mal, naja, abschließend ist ein bisschen blöd ausgedrückt, aber das kann ich euch schon mal sagen. Die Steuerung, die Kampfsteuerung finde ich scheiße. Anders kann man es nicht sagen. Also das ist halt dieses veralterte System von MMOs. Da halten die noch dran fest. Ja, was soll man dazu sagen? Also ich finde sie nicht schön, ich finde sie grauenhaft zu spielen. Aber man kann sich dran gewöhnen und man kann auch so spielen. Ich habe mich da so ein bisschen dran gewöhnt durch die anderen MMOs. Ich finde es immer noch schlimm, so zu spielen, bin ich ganz ehrlich. Aber ich habe mich dran gewöhnt und es geht. Ich habe nur riesen Schiss davor, wenn ich mal irgendwann vielleicht doch mal in der Gilde sein sollte oder irgendwie
ja, mit anderen Leuten zusammen kämpfen muss und das alles irgendwie nicht so klappt, wie es soll, weil ich zum Beispiel den Boss nicht mehr so fixiert bekomme und den nicht bekämpft kriege, so wie es halt normal ist. Normal ist es halt diese, ja, ich sag mal, moderne, aktuelle MMO-Steuerung, ne? Man schießt und man schießt halt vor sich hin. Und wenn da der Boss nicht ist, hat man halt Pech gehabt. Und das ist halt realistischer zu spielen. Das ist viel, viel schöner zu spielen. Und das ist, muss ich bisher sagen, noch das Einzige, was ich jetzt so richtig hier vermisse. Und so ein bisschen die Steuerung, also halt die neumodische, wie auch immer ich das sagen soll, Steuerung beim Laufen, die vermisse ich auch ein bisschen. Aber es ist okay. Also man klemmt sich zwar den Mittelfinger die ganze Zeit ziemlich ab, wenn man am Laufen ist. Ich werde es vielleicht auch mal ausprobieren, ob ich das mit einem Pad machen kann. Wenn die Steuerung dann schöner ist, dann habe ich nichts gesagt. Dann ist das nur meine Meinung über die Tastatursteuerung, die ich dann nicht so schön finde, obwohl ich dazu sagen muss, ich bin bis auf in einigen Spielen, wie jetzt zum Beispiel Tomb Raider oder Resident Evil oder so, da spiele ich normalerweise immer mit einem Pad, aber ich bin eigentlich wirklich intensiver Tastatur- und Mausspieler, weil man damit einfach schneller reagieren kann, weil es schöner ist zu spielen, stellenweise, je nachdem, was es für ein Spiel ist. Und ich meine, bei Point and Clicks und so, ne, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, da ist es essentiell wichtig. Da ist alles andere einfach nur hinderlich. Aber ja, auch so bei MMOs muss ich sagen, spiele ich auch sehr, sehr gerne mit Maus und Tastatur. Und da ist es schon eigentlich vonnöten, dass man halt eine normale, moderne Steuerung hat. Aber ich will da nicht so drauf rumreiten, weil das Spiel ansonsten gefällt mir richtig, richtig gut, was ich wiederum richtig scheiße finde, weil das nämlich bedeutet, dass ich dann doch ein Abo machen werde. Aber wir werden erstmal das Ganze soweit noch spielen, wie wir halt kostenlos spielen können. Und dann werde ich erst das Abo machen. Dann hat man sich zumindest für, ja, vielleicht einen Monat, vielleicht auch weniger, je nachdem, wie oft und wie viel ich spiele, hat man sich das Geld dann erstmal gespart. Aber ich denke, danach die Kundenbindung wird dann leider doch schon da sein. Schande über mein Haupt. Ich habe immer gesagt, ich möchte zwar eine Alternative zu Teso haben, aber dass ich dann nach so vielen etlichen Versuchen eine finden würde, wo ich sogar bereit bin, ein Abo zu bezahlen, das hätte ich jetzt, bin ich ganz ehrlich, nicht gedacht. Aber es sieht so aus. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ich zur Gilde rübergelaufen bin. Bis dann. Ciao.